Die 21. Motorradshow in den Weser-Ems-Hallen ließ an zwei Tagen wieder die Bikerherzen vibrieren. Auf 8000 Quadratmetern wurden Illusionen geweckt und vielleicht so mancher Traum vom chromblitzenden Feuerstuhl erfüllt. Renommierte Händler aus Oldenburg und Umgebung diskutierten fachkundig mit sachverständigem Publikum. Mit dem Ergebnis waren sie zufrieden. Während der Stuntshows von Mike Aufenberg aus Bleicherode in Thüringen und dem Motocross-Club Wildeshausen heulten Motoren lautstark durch die EWE-Arena. Das Publikum saß im dichten Abgasqualm und genoss die akrobatischen Stunts der waghalsigen Jungs.